Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 22 Hockey Ultimate Team Hood Squad Battle. Jawohl, 20 under 20. Wir haben zwei Teams heute. Das heißt zwei Games. 20 under 20. 20 Spieler unter 20. Eklund, Wright, Rätti, Günther, Jarvis, Holz, McTavish, Reichel, Giki, Lambert, Hirvonen, Greg, Torhüter haben wir Wallstedt und Kossa. Verteidigung, Clark, Niemela, Guli, Jaika, Jiricek und Granz. Müssen wir mal gucken. Ich habe ein paar Änderungen vorgenommen bei uns. Ich habe ein paar Trikotnummern geändert. Schauen wir uns gleich mal an. Wir haben übrigens jetzt 6 Synergien aktiv. Protector, Bombardiert, Dieb, Knipser, Gladiator und Funke. Ziemlich nice. Die Reihe kennen wir noch. Die Reihe kennen wir auch. Das ist auch nichts Neues. Trevor Siegels hat eine neue Trikotnummer. Trevor Siegels spielt mit der 9. Ich dachte mir, und ist Assistant Captain. Ich dachte mir, er hat eine neue Nummer verdient, nachdem er mit der alten nicht so wirklich trifft. Mit der 46. Ich dachte mir, probieren wir es mit der 9. Das ist das, was er in der Nationalmannschaft auch trägt. Das passt dann ganz gut. Hinten haben wir Jack Hughes. Turcotte kriegt auch ein A. Bester Freund von Trevor Siegels. Somit teilen sie sich das A. Der fehlt uns nur noch ein Move, dann hätte er 92, eine 93 Bullies, der Junge, das ist schon krass. Immer mit Tempo, das ist gut. Mit Ovechkin zusammen und Huge auf der rechten Seite. Verteidigung, Drysdale, unser Captain, unser neuer Captain mit der 17, die hat er bei San Diego. Die 34 hat er Austin Matthews schon bei uns, Rasmus Dahlin auf der anderen Seite, Hedman mit Makar, Jones und Lidström hinten. Powerplay sieht wie folgt aus. Drysdale, Dreiseitel hinten vorne, Ovechkin mit Dahlin. Viermann Powerplay. Da haben wir dann die Verteidigungsreihe und mir dachte, das ist sicherer. Penalty Kill. Seagrass, McKinnon. Wollte eigentlich schon Seagrass mit Durkott aufstellen, aber das wäre ja wär ein bisschen zu viel gewesen. Jones, Lidström, Drysdale, Darlene, Durkott, Kane. Dreimann Penalty Kill. Selbiges System, bloß mit den zwei Center-Spielern. Dreimann Overtime haben wir jetzt natürlich Drysdale und Darlene mit drin. Seagrass, Pulujavi, Ovechkin, Crosby, Makar. Weil Makar müssen wir da zum Beispiel noch rausnehmen. Da hätte ich nämlich lieber Victor Hedman. Genau. So, dann passt das nämlich auch. Shootout hat sich nichts geändert. Zusätzliche Angreifer hat auch nicht. Torhüter. Unverändert. Chefcoach. Sean Kingsley jetzt. Änderung speichern. Fähigkeitspunkte können wir uns auch noch anschauen. Dreiseitel, präziser Pass. Alles oder nichts. Und Flurry hat alles. Drysdale hat schneller Pick und Schick schon. Passgenauigkeit. Das andere höhere Reichweite zum Abfangen von Pucks. Drittes Auge bei Seagrass. Grabschöre mit Stockhebern und Bewegungsrichtung oder mit hohem Tempo gegen ihre Spieler erholen sich langsamer von Stockhebern. Den kann man zum Beispiel eigentlich deaktivieren, gell? Weil das ist, wir machen nie Stockheber. Und dann nehmen wir lieber, keine Ahnung, irgendwie einen Shutdown oder so von jemand anders noch raus. Muss man mal gucken. Also Connys Vorbild ist auch nicht schlecht. Können wir Shutdown hier noch deaktivieren? Dann könnten wir nämlich McDavid noch einen präzisen Pass geben. Oder Huge. Außer konnte das Vorbild einmal aktivieren. Nee, ich würde tatsächlich ganz gerne bei McDavid den präzisen Pass stattdessen aktivieren. Irgendwas, was nur 2 Punkte braucht. Ich muss tatsächlich gestehen, McDavid, wo haben wir ihn denn? Die nehmen den präzisen Pass wieder weg. Du kriegst deinen Shutdown zurück. Außer Connys Vorbild. Und außer Connys Vorbild. Das kann nämlich schon ein bisschen helfen. Genau. So,
Dann hätten wir das gemacht. Speichern. Und dann starten wir jetzt die Partie gegen 20 under 20. Müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. ...98, 95, 88. Halleluja. Crosby und Co. Drysdale mit das 17 zugange. Kriegt er gleich mal den ersten Check-up. Gleich mal das erste Icing gegen unsere Mannschaft. Jamie Drysdale. McDavid, Darlin. Darlin nicht unbedingt einer von den schnellsten, schnelleren Spielern. Vollkommen los. Jamie Drysdale, erster Schuss und fast das erste Tor. Der schießt einmal auf die Bude und trifft fast. Jamie Drysdale, unfassbar. Mit der 17 da hinten zugange. Drysdale, guter, nächster guter Schuss. Alter, Crosby. Minella, Reti. McDavid. McDavid, gut gemacht. Drysdale kriegt die Scheibe nicht raus. Darlin aber auch nicht. Und 1-0 für den Gegner. Ja, das war ein bisschen... Da haben wir Pint ein bisschen dumm ausgeschaut. William Eklund. Nach Passspiel von Arthur Rätti. Tor für unseren Gegner. War jetzt nicht so das Goldene vom Ei. Was wir da hinten definitiv gerade geleistet haben. So, jetzt können wir dann die Schusskraft wirklich sehen. Jawohl, das ist schon eine schlechte Schusskraft. Also nur durchwechseln hier. Zweite Reihe aufs Eis. Jungs mal durchtauschen. Polijavi, Matthews, Dreiseitel. Die Reihe kennen wir schon, da hat sich nichts geändert. Generell jetzt zwei Reihen auf dem Eis. Wo wir die Spieler auch schon kennen, anders als gerade die erste Verteidigungsreihe, da kannten wir fast niemanden. Beziehungsweise kannten wir niemanden. Rasmus Dahlin haben wir mal gespielt gehabt. Vor zwei Jahren, glaube ich, NHL 19 hatten wir in dem Team. Dreiseitel. Scheibe hier rüber auf Polijavi. Gut gemacht. Dreiseitel. Nochmal eine gute Aktion. Clark Jarvis. Gut. Dylan Günther. Dreiseitel. Kommt schön hin. Holz. Dreiseitel. Kickt sie hinter. Scheibe bleibt bei uns im Scheibensitz. Matthews schläft ein bisschen. Aber ist okay. Matthews. Das ist nicht okay. Jesse Polijavi. Polijavi. Matthews. Jetzt da. Polijavi 1-1. Geht doch. Wallstedt, keine Chance. Mason McTavish jetzt auf dem Eis, Dax-Spieler. Und Trevor Seagrass zum ersten Mal mit der 9 unterwegs. Kane. Jones, Lidström, gute Schussposition gehabt, muss man ihn lassen. Morgan Geeky. Kane, ja. Kommt da hinterm Tor rum. Seagrass, gut gemacht. Trevor Seagrass, Wallstedt. Ja, man kann es mal probieren, jetzt kurz weg. Der Mann mit der 9. Und jetzt da Alexander Tolkopf, sein bester Freund auf dem Eis. Letztes Jahr für Berlin gespielt. Jack Hughes, der bringt Tempo mit. Ovechkin. Kort Ovechkin.
Turcott. Junge, ja, der spielt gut. Gefällt mir richtig gut, unser neuer vierter Center. Macht es ein bisschen besser, Jones. Turcott, erstes Spiel, erster Assist. Seth Jones jagt den genauen Winkel rein. Die 15 zum ersten Mal als Assistgeber beteiligt. Startet ein bisschen besser rein als sein Kumpel, Trevor Seagrass. Jones, wieso nicht probieren? Turcott, oh! Gute Aktion vom ehemaligen Eisbären. Schade, heute kommt weit raus. Hätten wir es Kurzeck nehmen müssen. Grunts. Was ist jetzt genau das, was sagt man? Das macht dieses. Also, Kornes Vorbild, dieses Ding, dass wir kurzzeitig wieder mehr Energie haben. Turcott, Jones. Oh, McDavid, Wright. Lidström, gut gemacht. Schöner Pass, Turcott auf McDavid. McDavid. Geht die Scheibe weiter, Giroux kommt nicht hin. Gibt es übrigens 2 Minuten. Seth Jones. Wright kriegt sie jetzt. Sieger ist übrigens offline auch noch kein Tor geschossen bei mir, nur assisted. Jamie Drysdale. Militärt, 1,34 noch. Matthews. Puljujärvi, Powerplay, Tor! Präziser Pass von Leon Dreiseitel. Matthews legt sie quer und Puljujärvi kann verwerten. 3-1-Führung für den HC California. Ja, schön gespielt wieder Matthews. Ablage von Darlin. Puljujärvi. Darlin. Drysdale. Sehr schön. 18:1 Torschüsse nach dem ersten Drittel. Ist halt schon ein bisschen kacke für Fleury. Ein Schuss, ein Treffer. Oh, McDavid fängt die Scheibe fast ab. Kann sie aber nicht halten. Drysdale. Schön abgefangen. Jamie Drysdale. Der hat Tempo. Jamie Drysdale, wunderbare Auflage für Connor McDavid. Fängt die Scheibe ab, kontert. McJesus macht mit. Drysdale spielt ab. McJesus kann ins leere Tor einschieben. Flurry. Drysdale. Hat die Scheibe aber auch da draußen nicht los. 4 Mann kurz nur auf dem Eis. Boah. Right. Boah, was macht Flurry denn da? Und es tut mir leid, das sind Torhüterfehler. Das sind KI-Fehler. Er blockt ihn. Was macht er denn da? Und wenn es dann heißt, ich soll es nicht aufs Spiel schieben, was soll ich denn dann machen?
Also ich bin's nicht, der die Scheibe da zum Gegner kickt, dass er sie ins leere Tor reinschieben kann, Freunde. Oh, Marc-André Fleury. Was ist denn mit dir heute los? Torhüter-Schnelltausch, raus mit dir. Das kann es nicht sein, weil das sind... Das eine ist okay, aber 4 Tore, 4 Schüsse, 2 so Buden zulassen, das ist heftig. Beziehungsweise eine so eine Bude zulassen bei 3 Schüssen. Im ersten kann er nichts dafür, aber... Man muss den Gegner halt auch nicht wieder künstlich ins Game zurückholen. Nick der Headman. Oh, was macht die KI denn jetzt? Günther kontert gegen Brodeur. Und wieder so ein Pass. Ja, sie helfen halt jetzt auch wirklich mit. Meine KI hilft halt jetzt auch wirklich mit. Also das muss ich jetzt einfach mal sagen. Weil weder der Pass von Headman das so geplant, dass er direkt zum Gegner geht, wenn Dreiseitel hinter ihm mitläuft. Noch dieser Pass hinten raus, nachdem wir jetzt die Scheibe zurückerobert haben. Auf Puljujavi sollte so kommen, wie jetzt da gerade gekommen ist. Nee, kommt nicht vorbei. Righty. Puljujavi, Maka. Dreiseitel. Oh, kann da vom Tempo her mitziehen. Ja, kann er. Wallstedt. Puljujavi. Puljujavi, da kommt Matthews dazu. Reicht aber nicht. Eklund. Sie kriegen die Scheibe raus. Right gegen Makar. McDavid. Matthews. Da ist alles offen. Brodeur, passt auf. Juli, jawohl. 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 Hinten rum. Jamie Drysdale, warum nicht? Nächsten McTavish. 9:25 noch in diesem Drittel. Right. Drysdale. Das ist keine Strafe. Haben wir Glück. Jamie Drysdale. Darlin. Ah. Und Tor. Drysdale liegt da gut. Macht den Passweg zu. Weiß noch nicht, warum Brodeur. Den darf. Ja, sorry. Nee. Nee, einfach nein. Darf Brodeur den kassieren, aus dem wir im. Ja, wenn ich das schon wieder sehe. Ist Luft, ne? Der Schläger ist Luft, ja. Ja, bei sowas muss ich einfach schlucken, weil das ist... Wie gesagt, ich soll mich nicht aufregen über das Spiel, aber das, sorry, das kann es nicht sein. Das ist Equipment-Stuff. Das muss so programmiert sein, dass das Spiel erkennt, hey, wenn da was dagegen fliegt oder wenn da was berührt wird, der kann nicht durchfliegen. Wenn er danach einen Abschauer reinmacht, okay. Aber nicht so ein Ding. Oh, Crosby, das war viel zu einfach. Der war ja viel zu einfach. 5-3. Joe Drysdale, nächster Assist. Lukas Reichel gegen Trevor Sigurs. Kommt mir doch vor, es wäre Brodeur ein bisschen, das war auch komisch von Sigurs, aber gut. Trevor Sigurs. Versucht sich da einen Weg zu bahnen. Mal generell eng. Morgan Geeky. McKinnon. Jones, oh, Reichel, McKinnon. Ah! Grund von sich, mein Gott, gibt's Schlägerei, Jiříček gegen Jones. Weiß nicht, was da Jiříček jetzt genau will von Seth Jones. Das war absolut fair. Da war nichts dabei, was irgendwie verwerflich gewesen wäre bei diesem Check. Fortziehen einfach her, jetzt komm Jones, mach ihn fertig, jawoll. Weg mit dem Lutscher. Sorry, aber das ist ein Witz. War absolut kein böser Check.
Cosmos Dali. Cosmos Dali. Kane, schade. Seagrass wird immer noch gesucht. Ja, ich will Seagrass halt auch schon irgendwie so einsetzen, dass er halt seine Tore kriegt irgendwie. Drysdale. Jamie Drysdale. Einfach mal ab durch die Mitte. Unser Verteidiger hier. Darlene Seagrass. Jawohl. Trevor Seagrass. Nein! Die ist doch schon rum um den Torhüter. Mann! So schön gemacht von Trevor Seagrass. Holz. Gut. Drysdale. Seagrass mit dabei. Dem gibt es die Scheibe. Schön. Trevor Seagrass. Giroud. Oh, Wallstedt. Klasse Ding. Zack, kommt die Hand raus. Genau da, wo Giroud die Scheibe platziert hatte. Ich muss jetzt übrigens mal dazu sagen, ich kritisiere immer Claude Giroud so oft. Hat er eigentlich gar nicht verdient. Giroud ist unser Topscorer, by the way. Kein Spieler hat so viele Spiele gemacht und trotzdem noch mehr Punkte erzielt als Claude Giroud. Also Giroud hat, glaube ich, keine Ahnung, 47 Spiele und 52 Punkte. Also, wie gesagt, das, was der junge Herr macht, hat schon Hand und Fuß. Was halt bitter ist, wir haben 6 Torschüsse gegen uns und 3 Tore. Also das ist halt, ja, beide Torhüter mit gefühlt 50%. Nice. Jamie Drysdale. Oh, der hat schon Tempo, Jamie Drysdale. Muss es halt nur einsetzen. Jetzt da, Jamie Drysdale. Jawohl, Jamie Drysdale. Drysdale. Kommen wir nicht durch. McDavid. Jamie Drysdale. Drysdale. Warum nicht probieren? Zwei Assists hat er schon. Boah, ist abgefälscht. Nein, Giroud fährt ein bisschen zu weit. Eklund, Reti, wo muss Dahlin aufpassen? Jawohl, Rasmus Dahlin. Crosby, McDavid, Giroud kommt nicht hin. Reti. Giroud kriegt die Scheibe wieder. Nee, kriegt er nicht. Crosby hat die Scheibe noch. Ich dachte, Giroud hat sie. Jamie Drysdale, by the way. Jamie Drysdale! Was für eine Bude! Der Captain macht's! Das ist eigentlich genau das, was ich von Trevor Seagrass erwarten würde. Pass auf. Ein Spieler, den er stehen lässt. Zwei. Drei. Jawohl, kommt nicht hin. Jamie Drysdale. Zeigt da mal gleich von Anfang an, was der Junge drauf hat. Ganz, ganz stark gemacht von Jamie Drysdale. Muss ich jetzt an der Stelle einfach mal sagen. Wow. Und dann schön außenrum. Jawohl, kriegt er zwar den Check noch, das war völlig wurscht. Erstes Game, erstes Tor. Vermutlich sowieso länger mit dabei sein. Pulijavi. Ähnliches gilt für Seagrass und Popagi. Generell alle 92er. Das ist Jesse Pulijavi. Und das Tor. Oh, Matthews verliert die Scheibe. Scheiße. Für Seagrass. Warum nicht probieren? Klar. Schaut kurz. Geht das lange Eck? Probieren wir es einfach mal. Ja, nee, klappt nicht, aber ist okay.
Die zwei Spieler, die da mit ihm auf dem Eis stehen, McKinnon und Kane, wissen schon, was sie tun im Endeffekt. Kane. Ja, vielleicht auch nicht immer. Aber meistens. Trevor Seagrass gegen Morgan Geeky. Seagrass löst die Situation seiner Teamrolle entsprechend gut. Seagrass ist Außenpfosten. Wie viel Pech willst du haben? Seagrass, ja. Oh, Wahnsinn. Seagrass, ja, kriegt die Scheibe nicht zurück. Schade. Das ist halt auch bitter. Hast du endlich mal die Chance, dass er durchkommt, mehr oder weniger, dann trifft dann Außenpfosten. McKinnon, Hitman. Seagrass. Kann der noch? Ist die Frage. Seagrass. Trevor Seagrass. Wieder der Pfosten. Seagrass! Es geht doch! Endlich Erlösung für Trevor Seagrass. Erlösung für Seagrass. Turcott mit 2 Assists. Drysdale, glaube ich, auch 2 Assists. Ne, Turcott einen. Einen hat er, glaube ich. Ist ja egal. Turcott braucht jetzt noch ein Tor. Dann haben alle... Dann hat die CAA-Riege alle das getan, was sie am besten können. Tore schießen. Turcott wird geblockt. Den ersten Versuch, Quinn Hughes, das ist nicht Quinn Hughes, das ist Jack Hughes, Quinn ist der Verteidiger. Jack der Angreifer, Turcott, kriegt die Scheibe nicht rum, 2,55 noch auf der Uhr. Ovechkin. Hält die Scheibe. Turcott, ja! Jamie Trevor und Alexander. Oder Alex. Alle treffen sie heute. Einer schöner wie der andere. Starker Auftakt mit unserer neuen Mannschaft. Aber der nächste, der schwere Gegner kommt erst noch, das Team of the Week. Das ist der zweite Gegner heute dann. Boah, Giroud. Das sind halt die Dinge, die er eigentlich nutzt und gerne nutzt. Das Abseits wird hier umgenietet von Connor McDavid. Löst hier fast eine Schlägerei aus. .3 steht es übrigens immer noch. 40 Sekunden vor Ende. Klo Giroud. Abgespielt, Lidström. Hämmert das Ding daneben. Niemelle, Jarvis. Der zieht sich eh schon zurück. Da kommt Jones. Und schon haben sie Schiss. Holz, Giroud. 19 Sekunden noch. Mein Auge tränt. Versuch es trotzdem irgendwie fertig zu spielen. Mit einem Auge. Lidström. Geht da nochmal was? Ich sag mal nein. Ist okay. Passt. 8-3. 5 Tore Unterschied. Soll erfüllt. Seagrass trifft. Drysdale trifft. Turcott trifft. Florian Brunner mussten wir wechseln, ging nicht anders. Drysdale 3 Punkte im ersten Spiel. Puljujarvi, Matthews, Turcott, ein Tor, ein Assist.
Und endlich, ich gönn's ihm so von Herzen, Trevor Seagrass. Das ist halt beschissen. Beide 50%. Sorry, es ist beschissen. Es ist beschissen. Es ist richtig, richtig schlecht, liebe Goalies. Das ist richtig, richtig schlecht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Ciao und V. Wir sehen uns morgen wieder. Und dann aber, beziehungsweise morgen, wir sehen uns gleich wieder. Zum zweiten Spiel gegen das Team der Woche. Bis dahin, Ciao und V.